Mahlzeit! Mein Name ist Balfen und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Liliac an. Das ist mein persönliches zweites Video. Ich habe mir schon mal ein Cover von denen angeguckt. Das werde ich euch hier verlinken. Und jetzt kommen wir zu einem eigenen Song von den Jungs und Mädels. Denn ich würde sagen, es sind wirklich Jungs und Mädels, denn die sind alle noch sehr jung. Es ist eine Familienband und aus dem Bereich Rock. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt ihren eigenen Song performen. Und wenn ihr die Band bisher noch nicht kanntet, werde ich für euch natürlich unten das Originalvideo verlinken. Ansonsten könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal umschauen. Große Bands, kleine Bands und auch Newcomer, ob 50 Abonnenten oder 1 Million, ist mir egal. Ich reacte hier alles Mögliche und hoffe, dass ich euch immer wieder tolle neue Bands und Input bieten kann. Und ja. Soweit dazu. Jetzt würde ich sagen, wir kommen einfach mal direkt zur Reaction. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß. Cool, gefällt mir bisher. Guter Sound. Sängerin finde ich richtig, richtig gut. Rest der Band ist auch solide. Was mich noch interessieren würde, wäre, glaube ich, sie mal live zu hören. Weil ich habe jetzt immer nur Studio-Version gehört vom Cover, vom eigenen Song. Finde ich wirklich cool. Wenn ihr coole Live-Videos habt von der Band, postet mir die mal gerne unten in die Kommentare. Ich will mir auf jeden Fall noch mal eine Live-Version von den Ganzen angucken. Das ist dann so, dann ist das Bild abgerundet. Original, Cover und Live-Version, was will man mehr? Ah, diesen Opernpart hätte jetzt meines Erachtens nicht sein müssen, aber ist okay. Ist okay. Ansonsten sehr cooler Song.
Ja, oh, ich guck mal, kommt da noch was? Nein, wird nur rausgezoomt. Okay. Ich glaube, wir lassen das trotzdem mal so stehen. Das Bild als Hintergrund. Also, wie gesagt, finde ich cool. Hat mich jetzt tatsächlich mehr überzeugt als das Cover. Ne? Das verlinke ich euch hier oben mit noch so zwei, drei anderen Vorschlägen. Wie gesagt, finde ich jetzt wesentlich cooler als die Coverversion. Und ihr hattet ja auch recht, ne? Man kann eine Band nicht anhand ihrer Coverversion machen. Aber ihr hattet mir auch die Coverversion häufig vorgeschlagen. Deswegen höre ich ja manchmal auch sogar auf euch und reacte das, was ihr vorschlagt. Meine Liste ist mittlerweile, glaube ich, schon ellenlang und ich komme gar nicht mehr hinterher, obwohl ich jetzt mittlerweile jeden Tag ein Video release. Aber ja, es macht Spaß, ich bleibe dran und habt Geduld. Irgendwann kommt bestimmt auch der Song, den ihr mal vorgeschlagen habt. Ja, ansonsten Liliac, sehr cool. Man sieht auch, dass das Video etwas später ist als die Coverversion, die ich gesehen habe. Die sind jetzt alle ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen größer vor allen Dingen. Gerade bei Kindern machen da ein, zwei Jahre ja echte Unterschiede. Und ja, gesangstechnisch finde ich sie immer noch sehr, sehr stark. Mich würde, wie gesagt, mal ihre Live-Stimme interessieren und auch wie die Jungs und Mädels so vorm Publikum performen. Schickt mir da gerne Videos, welche die euch gefallen. Bin ich gespannt. Das Problem ist, wenn ich halt selber suchen muss, ist halt schwierig, dann spoilere ich mich immer schon so halb und ich gehe ja immer, wenn es geht, einigermaßen unbedarft an die Sache und lasse mich dann einfach von dem Video und von dem Sound überzeugen. Ja, ich würde sagen, das war es soweit zu Liliac. Wenn ihr die Band bisher noch nicht kanntet, unten ist natürlich wie immer das Originalvideo verlinkt, damit kommt ihr zur Band. Und wenn ihr Bock habt, auf noch mehr andere Bands zu entdecken, nochmal zu hören, mich anzuschauen, schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Hier gibt es auch Band Self-Introductions und ich habe mittlerweile auch eine Playlist, wo dann diverse Künstler ihre Videos selbst anmoderieren. Das ist dann die Playlist Reaction Plus Short Band Intro und ja, wie gesagt, da verleihen die Künstler den jeweiligen Videos nochmal so eine persönliche Note und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ihr schaut gerne mal wieder beim nächsten Video rein. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemor. Ciao.